Hallo und willkommen zu den ersten 30 Minuten von Nexomon Extinction. So, dann können wir direkt anfangen. Und keine Datei, so soll das sein. Komplett leerer Spielstand. Ich habe das Spiel allerdings schon durchgespielt. Vor Humans 3-4 Monaten. And Nexomon. Together we have thrived for many generations. Together we have risen against every odd and hardship. Das ist richtig. This world is built over millennia of friendship, loyalty and love. And that is what fools like to believe. In times immemorial, the Nexomon had a merciless king. Omnicron was his accursed name. This monstrosity led his brethren into a grand crusade against all of mankind. And as such, the Nexomon Scourge tried to eradicate us into oblivion. But we stood strong, and a group of brave heroes found a way to outsmart Omnicron by taming his own children and turning them against himself. We were able to slay the King of Monsters and defy the Wheel of Fate. Victory was at our grasp. Omnicron's legacy is now barren. Nothing but a sad whisper in the wind. Finally free from his shackles, the Nexomon had become our companions for life. Our world, our people, and our future were set towards a bright tomorrow. But that day never came. Ja, for the so true ein Pech. Age of extinction has just begun. Ja, dann haben wir wenigstens was zu tun in dem Spiel. Alles, was erzählt wurde, kommt vom ersten Teil von Nexomon, den habe ich auch durchgespielt. Ach, da wurde Pokémon-Nostalgie war, auch wenn es Nexomon sind. Mir haben die beiden Teile sehr viel Spaß gemacht. Ah, sieh dir diese Aussicht an. Wie war nochmal dein Name? Introvertiert. Also, ich muss zur Tastatur wechseln. Introvertiert. Richtig geschrieben. Auf Anhieb, ich bin stolz auf mich. Und Mauszeiger. Weiß nicht, warum das mit meinem Controller gerade nicht ging. Introvertiert. Stimmt das? Ja. Schöner Name, oder? Ach. Erterecht, das ist eine schöne Aussicht. Oh, da bist du ja. Schau. Genau da. Du bist dort in dem Luftschiff. Ach, da lieg ich. Japp, das bist du. Oder doch nicht? Und wir können ein schönes Character Design auswählen. Was nehmen wir denn? So hat man im ersten Teil ausgesehen und nur so konnte man im ersten Teil aussehen, glaube ich. Halt in irgendeiner Form davon. Vielleicht nehme ich jetzt mal was anderes. Wir haben echt viele Möglichkeiten. Ich wünschte, das Spiel wird nicht so rattern, dass ich links das wirklich in voller Pracht sehen kann. Was nehmen wir denn hier? Schön emo-mäßig sieht der aus. Oder die aus. Ist das... Ah, ich glaube, das ist... Ja, ich glaube, das ist der Typ. Ist schwer zu sagen, ist auch nicht so wichtig. Ich spiele auch als Frau. Das macht mir eigentlich nichts aus. Die Titten habe ich selber, weil ich so fett bin. Sorry. Oh, mach dir keine Sorgen, Junge. Es wird alles gut werden. Das sieht nicht so aus, als ob alles gut werden wird. Ich kann meinen Augen kaum trauen. Wie ist das nur passiert? Warum geschieht das alles? Introvertiert. Dieser Junge hat uns alle verraten. Alles, was wir aufgebaut haben. Solch eine reine Kraft. So eine absolute Boshaftigkeit. Das Ende der Zeiten naht. Amelie, wir müssen uns jetzt zurückziehen. Es ist es nicht wert. Sei leise, Edward. Hör mir zu und hör gut zu. Wenn wir unseren Planeten retten wollen, müssen wir Introvertiert vernichten.
Bleib bei mir, groß und stolz gegen das Gesicht des Bösen. Unsere Leute werden sich erheben, wenn Introvertiert fällt. Was haben die alle gegen mich? Hab doch gar nichts gemacht. Liegt nur bewusstlos auf dem Luftschiff. Ich werde dir niemals verzeihen. Du hast uns alle zum Scheitern verurteilt. Introvertiert, du blödes Balk. Ja, das finde ich jetzt nicht sehr nett. Fängt aber schon mal gut an, das Spiel. Vielleicht sind wir ja der Superbösewicht. Nein, mein Controller. Mein Steuerkreuz hat sich gelöst. Der Nachteil an den Elite-Controller. So. Hab ich doch gewusst. Was machst du noch hier, Introvertiert? Heute ist unser großer Tag. Dir ist schon klar, welchen Tag ich meine, oder? Was? Ernsthaft? Machst du Witze? Wie kannst du das nicht wissen, Introvertiert? Heute werden wir echte Thema. Komm schon. Die anderen sind schon draußen, Introvertiert. Beeil dich. Ja, ja, chill. Hol dir ein paar Vorräte aus dem Lagerraum. Wenn du dich überhaupt noch daran erinnerst, wo er ist. Ja, ich bin ja nicht komplett doof. Bin kein kleiner Dummer hier. Ein Apfel. Der kommt in die Gefängnisbrieftasche. Oh, wow, Nora. Nora war wirklich wütend auf dich. Aber bestimmt nur, weil heute der große Tag ist. Tihi. Ihr alle werdet jetzt Tamer der Gilde. Wie cool ist das bitte? Ja, ziemlich cool. Muss ich auch gestehen. Oi, Introvertiert, solltest du nicht draußen sein? Ich hab gehört, dass uns jemand von der Gilde besuchen kommt. Ja, da bin ich gespannt. Und wer bist du? Introvertiert, was tust du da? Du solltest doch jetzt dein erstes Nexomon erhalten. Ich bin leider immer noch zu jung dafür, aber nächstes Jahr werde ich an der Reihe sein. Oh ja. Viel Erfolg dabei. Ist hier noch was zum Aufsammeln? Ja, da glitzert's doch. 20 Münzen. Her damit. Davon brauchen wir reichlich. Auch ganz viele Leute hier. Na, sieh einer an. Introvertiert, du bist mal wieder zu spät. Wenn du dich nicht beeilst, fangen wir ohne dich an. Nein. Wo muss ich überhaupt hin? Wer bist du? Schon gewusst? Im Westen gibt es ein kleines Camp voller Nexomon-Tamer. Sie machen Quests und so. Vielleicht kannst du dich ihnen anschließen, sobald du ein Tamer bist. Oh. Wir haben bestimmt können. Oh, Introvertiert. Der Lagerraum liegt auf der anderen Seite dieses Korridors. Es ist so ein wichtiger Tag. Bitte geh und besorge einige Vorräte. Natürlich. Ich lasse doch keine Gelegenheit aus, hier alles zu plündern. Technologie ist einfach ätzend. Warum können wir nur 6 Nexomon zu einer Zeit tragen? Das macht keinen Sinn. Tja. Ist aber ein bekanntes System. Viele erfolgreiche Spiele sind damit auf den Markt gekommen. Hm? Suchst du etwas, Introvertiert? Wenn du etwas Glänzendes siehst, nähere dich und untersuche es, indem du die A-Taste drückst. Du wirst oft etwas Nützliches finden. Na, das hofft man doch. Was ist hier drin? Ein Äther. Und ein Trank. Was der wohl macht? Elixier. Oh. Was ist jetzt los? Hoho, ich sehe, dass jemand super eifrig, wenn es ums Thema werden geht. Ich werde den Lagerraum wohl wieder auffüllen müssen. Ja, auf jeden Fall. Lass ein paar Tränke für deine Abenteuerfreunde übrig, Introvertiert. Niemals. Und wer bist eigentlich du? Du kannst deine Items im Inventarmenü ansehen. Es gibt viele verschiedene Items. Auf deinen Reisen wirst du sie alle kennenlernen. Na, da können wir uns ja auf was freuen. So, wo geht's hier lang? Ah, zu einem anderen Item. Ein Wiederbeleber. Und da stehen die Leute schon. Ui, 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 ich bin zu spät. Wir müssten hier doch noch fertig erkunden. Haben doch noch einen gesamten linken Flügel. Wenn sie jetzt schon warten, warten sie auch noch in 5 Minuten. Das können wir uns leisten. Ah, ist eh blockiert. Hast du es schon gehört? Drachen sind super selten. Sie sind plötzlich vor 2 Jahrzehnten aufgetaucht. Niemand weiß warum. Oh nein, nein. Ohne Aufsicht kommst du nicht in die höheren Stockwerke. Solltest du nicht sowieso bei der Zeremonie sein? Ich glaube ja, aber hier leuchtet auch noch was. Eine Nexotrap.
Das Äquivalent zu Pokebällen. Oh, ich komme ja in die Räume, glaube ich, auch noch rein. Lasst uns einbrechen. Nö, das ist gesperrt. Schade eigentlich. Auch gesperrt. Tja, dann bleibt uns keine Wahl. Auf zur Nexomon-Auswahlzeremonie. Eins, zwei, drei? Nur drei Kinder dieses Jahr? Warte, es gibt ein viertes Kind. Ich bin mir sicher, er ist auf dem Weg. Warum müssen wir auf introvertiert warten? Wir verschwenden hier unsere Zeit. Ruhig, Blutroß. Geduld ist eine der wichtigsten Tugenden von Tämern. Das hast du dir doch gerade ausgedacht. Wir warten. Punkt. Ich bin doch schon auf dem Weg. Ja, ich gehe zu meinen Freunden. Da bin ich doch. Wunderbar. Introvertiert beehrt uns mit seiner Anwesenheit. Das ist falsch geschrieben. Anwesenheit. Ist egal, ich habe es ja richtig gelesen und war nachträglich verwirrt. Lass es uns hinter uns bringen, Amelie. Oh, was steht hier da so rum? Also gut. Seid gegrüßt, Kinder. Mein Name ist Amelie und ich repräsentiere heute die Gilde. Jedes Jahr wählen wir eine Reihe von Jugendlichen aus, die Nexomon-Tamer werden und in unseren Reihen aufgenommen werden. Dies wird der Wendepunkt in eurem Leben. Und ich bin hier, um euren Erfolg zu sichern. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Vielleicht bist du ja die Böse. Vielleicht doch nicht. Vielleicht ja doch. Ne, vielleicht doch nicht. Aber um uns anzumelden, brauchen wir doch unser eigenes Nexomon, richtig? Wie es unsere Tradition ist, ja, die nördlichen Wälder sind ein idealer Ort, um euren allerersten Begleiter zu bekommen. Ihr habt Zeit bis Mitternacht. Wenn die Zeit um ist, werde ich euch aus dem Wald holen. Du schickst einen Haufen Kinder in irgendeinen Wald bis Mitternacht? Keine Sorge, in diesem uralten Wald kann nichts passieren. In Ordnung, du hast eindeutig noch nie ein RPG vorher gespielt. Dir wird es gut gehen, um Ilsa willen. Geh einfach, die Zeit läuft. Nimm mal eine Chill-Pill. Hier ist ein Item. 15 Münzen nur für mich. Die teile ich mit keinem anderen. Es liegt heute irgendwas in der Luft. Sei vorsichtig, Junge. Beeil dich mit dieser albernen Zeremonie. Was liegt denn in der Luft? Hab doch heute gar keine Bohnen gefressen. Okay, hier ist der Plan. Coco kann, im Vergleich zu normalen Menschen, seine Nase benutzen, um Nexomon für uns aufzuspüren. Dann... Normale Menschen? Das ist Zeitverschwendung. Ich gehe meinen eigenen Weg. Viel Glück, Leute. Na gut, die geht nach Osten. Mach wie du willst. Dann nehme ich diesen Weg und wie ihr folgt mir. Oh gut, zumindest haben wir noch viel Zeit über. Wohin sollen wir gehen? Schauen wir doch vielleicht nach... Unmöglich. Introvertiert, was machst du hier? Hör mir zu, etwas Gefährliches kommt euch in den Weg. Etwas Gefährliches kommt euch in den Weg. Wer bist du? Was tut das zur Sache? Darum geht es jetzt nicht, introvertiert. Wenn ihr einfach zum Waisenhaus zurückgehen würdet, bringt ihr die anderen Kinder in Gefahr. Hör mir zu, es gibt eine gefälschte Statue im Norden, verstanden? Dort ist eine geheime Kammer darunter, wo du dich verstecken kannst. Beeil dich, unsere Zeit. Meine Zeit ist beschränkt. Warum zitterst du so? Willst du Richtung Norden gehen? Ich nehme an, dass der Weg genauso gut ist wie alle anderen Wege. Sicher. Na gut, dann gehen wir anscheinend zusammen. So, aber was ist das hier, was so schön leuchtet? Wenn du doch nur eine Spitzhacke hättest. Ja, habe ich leider noch nicht, aber die ist sehr wohl im Spiel relativ früh erhältlich. Hey, introvertiert, schau.
Da ist etwas im Himmel. Du schaust doch gar nicht zum Himmel. Ich sehe nichts. Wow, das ist riesig. Na gut, das sehe ich jetzt auch. Sieht aus wie eine Sternschnuppe, oder? Du solltest dir auch etwas wünschen, introvertiert. Na gut, ich wünsche mir, dass es ein Drache ist. Mal sehen. Ich wünsche mir ein normales und unspektakuläres Abenteuer. Oh je, jetzt gibt's auf den Popo. Das schaffe ich noch nicht ohne Nexomon. Okay. Tja, er hat's gejinxt, muss man auch sagen. Was ist das für ein Ding? Ist es ein Drache? Es gibt keine Möglichkeit, davon wegzurennen. Doch, hier gibt's ja eine geheime Statue. Ich wurde ja vorgewarnt. Was willst du eigentlich von mir? Du Himmelsechse. Du bist zu langsam introvertiert. Ich hab doch gesagt, du sollst dich beeilen. Ein Drache. Ausgerechnet hier. Okay, bleib ruhig. Das ist eine gute Möglichkeit, kämpfen zu lernen. Hilfe ist auf dem Weg. Halte noch ein bisschen länger durch, okay? Ich hab etwas für dich. Nexotraps. Komm schon, such dir eins hiervon aus. Deine Wahl wird ein Leben lang dein Begleiter sein, also wähle bedacht. Introvertiert. Mit ihm wirst du auch den Drachen bekämpfen, zumindest eine Weile lang. Wir können unser Nexomon auswählen. Und was haben wir hier? Schönes Feuer-Pokémon, ein Hund, Wassereule, Geist ohne Kopf, Wind-Pokémon, Elektro-Echse, Psycho-Clowns-Killer-Maske und ein Steindrache, glaube ich. Was nehmen wir denn? Die sehen alle so cool aus. Ich würde aber mit dem Feuer-Pokémon starten. Nexomon, sorry. Beschreibung. Dieses Nexomon ist nichts für die, die gern ihren Nexomon umarmen. Kopf, Pfoten und Schwanz von Loom sind vollständig von Flammen umgeben. Och, das wird schon passen. Gibt's nur ein Tätschelchen auf die Schultern mit Brandschutzhandschuhen. Hört mir jetzt gut zu. Wenn das alles vorbei ist, wird niemand von mir wissen. Verstanden? Sei leise, introvertiert. Sag doch gar nichts. Du schaffst das, introvertiert. Ich glaub an dich. Na, wenigstens einer. Und wenn's nur im Spiel ist. Na gut, dann tackeln wir den Drachen mal weg, würde ich sagen. Was tust du da? Introvertiert, bist du verrückt? Komm zurück, bitte. Niemals, ich werde ihn schon schaffen. Ja, Level 6 gegen Level 45. Fertigkeiten, Flamme, Gegenstein, das ist nicht sehr effektiv. Nochmal Flamme, ich glaube, wir gewinnen das nicht. Ah, der hat mich verfehlt. Was für ein Bob. So. Gleich haben wir ihn. Oh. Mist. Hat nicht funktioniert. War so knapp. Au, 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 au. Brandblase. Ich sagte dir doch, du sollst zurückbleiben. Was sollen wir tun? Wie sollen wir einen Drachen besiegen? Weiterkämpfen. Ich bewundere deinen Mut, introvertiert. Aber nicht jeder Kampf kann gewonnen werden. Komm schon rein hier. Statue ist verschwindibus. Die Statue ist verschwunden. Das ist unsere Chance zu verschwinden. Nimmst du mich mit oder lässt mich liegen? Du überlegst, okay. Mist. Oh, oh, oh. Hat mich einfach ins Loch geschleudert. Na, wenigstens überleben wir. Hey, introvertiert, komm schon, wach auf. Wir sind sicher hier. Was, wenn ich... Introvertiert, deine Beine. Der Drache hat sie. Oh, oh. Nee, hat er gar nicht. Du bist ein Mistkerl. Schon gut, komm runter. Woher hast du eigentlich das Nexomon? Es ist ein Geheimnis. Oder die Wahrheit sagen. Das ist die dümmste Sache, die ich den ganzen Tag gehört habe.
Aber gut. Egal, schau dich mal um. Was hat es mit dieser Kammer auf sich? Wir können nicht rausgehen, solange der Drache dort ist. Lass uns diesen Ort erkunden. Na, dann wollen wir mal. Das Vermächtnis eines Helden. Na komm, beweg dich, du Lahmarsch. Schaut euch die schöne Truhe an. Ein Synergiekern, Stufe 3 gefunden, was auch immer der bringen mag. Nexotrap. 25 Münzen, her damit. Und noch ein Trank. Ist unser Nexomon eigentlich noch benebelt? Inventar, ne, Team. Nö, das sieht ganz gut aus im Moment. Wer ist denn das? Introvertiert, richtig. Schön, dich kennenzulernen, Kind. Ich bin... egal. Ich bin egal. Darauf kommt es nicht mehr an. Ah, das ist ein Geist. Das hier ist eine Art Grab. Hab keine Angst. Ich hab euch vor dem Drachen gewarnt. Oder nicht? Du hast bis zum letzten Moment gewartet. Weißt du, wie traumatisch das für ein Kind sein kann? Wie auch immer, der Drache ist jetzt weg, also könnt ihr gehen, wenn ihr wollt. Was ist das hier für ein Ort? Meine letzte Ruhestätte. Genau wie ihr war ich mal ein Tamer. Wow, warst du stark? Nicht allzu schlecht, denke ich. Hast du das gehört, Introvertiert? Er war ein richtiger Tamer. Er könnte uns was beibringen. Du weißt schon, dass das nicht die normale Reaktion beim Aufeinandertreffen mit einer toten Person ist, hm? Aber klar, ich kann dir beibringen, wie man einen Nexomon fängt, wenn du willst. Geradeaus ist der perfekte Ort dafür. Ja, mach mal gleich, aber da leuchtet doch noch was. In Wirklichkeit kann nichts schiefgehen, wenn man einem Geist in eine dunkle Höhle folgt. Ja, das glaube ich auch. Mach das bitte nicht daheim nach. Oh, wow, schau mal an, Introvertiert. Ich frage mich, was das für Clowns waren. Hey, das waren meine Freunde. Sie waren die tapfersten Krieger zu meiner Generation. Das waren unsere Freunde aus dem ersten Nexomon-Teil. Und Spencer. Ja, Spencer war kein Freund. Spencer war ein verzogenes Kind. Hier ist er. Nein, ich hab weg. Das war das kleine, bockige Kind, das da rumstand. Hier ist eine Truhe, kann ich dich öffnen? Ein Supertrank! Das ist ja super, aber es hat ja nicht mal geleuchtet. So, dann wollen wir mal rausfinden, wie man Nexomon fängt. Introvertiert, du weißt es vielleicht nicht, aber wir leben in gefährlichen Zeiten. Unsere Welt ist eine grausame, schreckliche, brennende, deprimierende, gebrochene... Okay, ja, wir haben es verstanden. Aber wenn du weißt, wo du suchen musst, wirst du immer einen Nexomon finden. Seht ihr das wackelnde Gras da drüben? Dort versteckt sich ein wildes Nexomon. Näher dich ihm, damit wir es fangen können. Okay, und wie mache ich das jetzt? Betritt das Gras und ich werde dir zeigen, wie man Nexotraps einsetzt. Das mag eine kompliziert zu beherrschende Fertigkeit sein, aber... Schwächen wir nicht einfach das Nexomon und werfen dann die Nexotrap? Vielleicht. Dann schauen wir mal. In Ordnung, wir werden dieses Nexomon fangen, Introvertiert. Klingt gut. Der wichtigste Schritt ist es, dein Ziel zu schwächen. Mach weiter und greif es an. Na gut. Flamme. Und war sogar kritisch. Hey, nicht zurückschlagen. Nicht schlecht, Introvertiert. Dankeschön. Ich weiß, dass du versuchst, dieses Tutorial zu überspringen. Also lass es uns hinter uns bringen. Danke. Drücke gleichzeitig LB und RB, um das Fangmenü zu öffnen. Diese Tabelle zeigt eine Aufschlüsselung deiner Fangchance. Es enthält viele Faktoren, wie die LP deines Gegners. Du kannst auch das Nexomon mit verschiedenem Futter füttern, um deine Chancen zu verbessern, aber das kannst du später lernen. Nexotrap.
und werfen. A, X, A, B, B, A, Y, B. Das ist am Anfang ein bisschen schwierig gewesen für mein langsames Hirn. Aber ich hab's bis jetzt noch drauf, das ist doch schön. Ich kann auch was lernen. Viele finden sie bezaubernd, aber das liegt daran, dass sie nichts von ihrem fauligen Geruch mitbekommen. In Wirklichkeit ist das ihr Hauptabwehrmechanismus gegen Feinde. Sehr schön. Ins Team aufnehmen. Wunderbar, ist meinem Team beigetreten. So soll das. Und da freue ich mich. Gut gemacht. Es gibt so viel mehr, was ich euch beibringen könnte, aber ich glaube, eure Freunde suchen euch. Ich bin sicher, wir werden uns wiedersehen. Passt auf euch auf. Diese Welt ist nicht mehr so nett, wie sie mal war. Ach, immer diese ominösen Botschaften. Hier ist ein Kristall. Wenn du doch nur eine Spitzhacke hättest. Nein, die fehlende Spitzhacke wird mir echt zum Verhängnis. Oh, ein ultra seltenes Nexomon. Das steht da unter der LP-Anzeige, dass es ultra selten ist. Das wollen wir dann gleich mal fangen. Flamme. Jetzt wird's aber Zeit für die Nexo-Trap. Und raus mit dir. Beziehungsweise rein mit dir. XXB. Ha. Wie geübt. Und Dinja wurde gefangen. Ab ins Team mit dir. Dinja haben kurze Beine, bezaubernd große Ohren und einen riesigen flauschigen Schweif. Das letzte habe ich auch. Da sie keine guten Läufer sind, bewegen sie sich lieber durch Hüpfen. Das sieht bestimmt witzig aus. Ins Team aufnehmen. Ich würde mich durch Rollen fortbewegen, wenn es gesellschaftlich anerkannt wäre. Ein gewöhnliches Nexomon, Flamme. Nein, hat mich einfach gebissen, das Vieh. Nochmal Flamme. Au, 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 au. So, das wollen wir dann auch gleich fangen. B, B, Y, A, X, 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 A. Ich versuche immer meinen Rekord zu brechen, aber unter 2 Sekunden habe ich es, glaube ich, noch nicht geschafft. Ein Rubby, niedlich und flauschig, aber lass deine Wertsachen nicht unbeaufsichtigt. Sie durchsuchen jede Tasche, um etwas zu finden, was sie stehlen können. Oh, ein Langfinger ins Team aufnehmen. Dann stehle mal Geld von meinen Feinden. So, wo kommen wir hier eigentlich lang? Einfach wieder runter. Na gut, ah, da steht er ja noch. Hey, introvertiert, was gibt's? Wer bist du? Fütterung von Nexomon. Kannst du meine Nexomon heilen? Oh, das wäre praktisch. Klar, ich kann ein paar Vorräte entbehren. Bist du nicht tot? Da, bitteschön. Übrigens gibt es im Westen auch ein Lager mit Medizinern, die dir helfen können. Bitte pass auf dich auf, introvertiert. Nach meiner persönlichen Erfahrung werden die Dinge mit diesem Geschichtsschreiber nur exponentiell schlimmer. Da hat er nicht ganz Unrecht. So, hoch mit uns. In der Hoffnung, dass wir nicht gerüstet werden. Werden wir nicht. Gute, gute, introvertiert. Bist du okay? Ein Drache hat gerade angegriffen. Ich hab dich gesucht. Oh, schau. Da ist Miss Nichts kann in diesen uralten Wäldern passieren. Wir wurden übrigens von einem gruseligen Geist gerettet. Ein Geist? Bitte, du musst ja Dinge sehen. Du redest gerade mit einer Katze. Wir verlassen den Wald jetzt. Folge mir zurück zum Haus, introvertiert. Niemand weiß, was als nächstes geschehen könnte. Komm. Gehen wir jetzt, introvertiert? Du hast jetzt ein eigenes Nexomon und ein paar Nexotraps. Also kann es nicht schaden, ein bisschen zu erkunden. Das ist richtig. Wir können ja zumindest hier mal... Oh, gleich eine Quest... Ich sehe, du stehst auf Nexomon, aber weißt du, was viel besser ist als ein paar gruselige Tierchen? Scherben! Wunderschöne, kostbare, wundervolle Elementscherben! So, die 30-Minuten-Marke ist beinahe erreicht, dann wird es wohl Zeit für ein kleines Fazit. Da ich das Spiel schon durchgespielt habe, würde ich sagen, dass es mir ganz gut gefallen hat. Die meisten Nexomon sind super designt, das Kämpfen macht Spaß und die Story, naja, es gibt bessere.
Insgesamt war es für mich aber ein toller Creature-Collector, der ein paar nostalgische Knöpfe bei mir gedrückt hat. Was haltet ihr denn so vom Spiel? Schreibt es mir gerne in die Kommentare und schreibt natürlich auch gerne, welche Spiele ich als nächstes vorstellen soll. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.